Herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Anno 1800. Ja, heute fangen wir mal in der neuen Welt an, denn wir brauchen Baumwolle. Oh, da ist was abgefackelt, sehe ich gerade. Ups. Egal, ja, wir haben jetzt genug Oberos, um endlich, damit die Bedarf an Filzhüten haben. Und diese Filzhüte brauchen auch Baumwolle. Und diese Baumwolle brauchen wir dann tatsächlich auch in der alten Welt, um ein paar Pelzmäntel und sowas herzustellen. So, ich will die Kamera etwa erstmal nach Norden aus. Und dann brauchen wir hier vor allem Lehm. Und mir ist mal so aufgefallen, irgendwie ist unsere Nebeninsel zu unserer Hauptinsel geworden, habe ich das Gefühl. Ne, hier hinten haben wir zwar auch ein bisschen was, aber das dümpelt eher so vor sich hin. Na klar, hier haben wir jetzt den Schnaps, den da die andere Insel bekommt, aber joa. Ich glaube nicht, dass ich da weiter baue. Das wird wohl hier eher vorangehen. Und ja, bevor wir hier anfangen, die Baumwolle in die neue Welt, die alte Welt zu schippern, würde ich sagen, kriegen die erstmal ein paar Filzhüte. Ne, das befriedigt wieder deren Bedürfnis nach. Ja, das ist tatsächlich ein Grundbedürfnis. Und wird eigentlich erst bei 600 Oberus freigeschaltet. Aber die holen wir uns doch noch fix, würde ich sagen. Eins, zwei und was auch immer hier passiert ist. Drei. Aber ich denke mal, es hat gebrannt. Haben wir hier schon eine Feuerwehr? Ich glaube nicht. Steht die hier irgendwo? Nee. Doch, da. Klar ist ja eine. Gut. Dann ist das auch kein weiteres Problem. Ach, der hat keine Straße. Ne, das ist natürlich dumm, ne? Jo, hast recht. Jo. Dann weg damit. Bauen wir was Schickes rein. Was bauen wir da hin? Philodendron. Wow. Ich glaube, wir bauen den da einen Brunnen hin. Ein palmbewehrten Brunnen. Mit Rasen. Oder Blumen? Gibt's Blumen? Ne, Farn. Denn doch lieber Busch. Klack. Dann können die sich da fleißig ihr Wasser holen. Ist ja auch schön. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema. Wir wollten Filzhüte bauen. Und dafür brauchen wir zum einen von den Alpakas Filz und Baumwolle von Baumwollplantagen. Ein, ich möchte einfach mal sagen, für diese Region sehr typischer Baustoff oder Rohstoff. So, und dafür brauchen wir noch einen schönen Platz. Ich weiß gar nicht, wie viele die brauchen. Steht da auch erstmal nicht. Aber ich glaube, wir werden hier eine Baumwollinsel hochziehen. Und dafür bauen wir erstmal hier eine Straße rüber, würde ich sagen. Wir haben immer noch gehörigen Mangel an Stein. Wir haben noch. Eigentlich haben wir hier zwei Lehmkuhlen. Wo ist denn die andere? Hier hinten. Hm, ja, da wollen wir mehr oder minder sowieso hin. Eher minder als mehr. Aber ist ja wurscht. Oder wollen wir dann hier die. Machen wir hier die Baumwolle, wenn wir da sowieso rüber müssen. Dann können wir das auch von hier erledigen. So, was haben wir hier? Kaffeeplantage. Wir bauen hier einfach noch zwei hin. Die brauchen eh nicht viel Arbeitskraft. Und dann können wir hier einen sauberen Abschluss machen. 168. Ich verstehe nicht warum, aber irgendwie schätze ich den Bedarf immer größer ein, als er eigentlich ist. Zack. Zack. Ja, das, der Teil liegt dann brach. Das finde ich ein bisschen uncool. Finde ich sogar sehr uncool. Machen das hier mal weg. Können wir nachher vielleicht noch was hinbauen. Und dann haben wir hier noch eine Blaupausen-Kaffeeplantage hin. Zack. Die hätten wir eigentlich auch in Blaupause lassen können, aber gut. Man kann nicht alles haben. Machen wir hier
Ja, Quatsch. So, bis dahin können wir runter. Und du brauchst dann. Zack. Dann wird da voll. Na nun. Ach so, das ist auch noch Blaupause. Und ja. Gucken wir mal. Das wird für noch eins nicht reichen. Nö. Das ist auch uncool. Aber wir reißen jetzt wiederum hier ab. Dann haben wir hier nachher noch Platz. Können da vielleicht irgendwie was hinstellen. Davon können wir eine hinstellen. Passt das? Ja, das passt dann. Das ist ja wunderbar. Erstmal Platz schaffen. Die in Blaupause hier hin. Zack. Und dann legen wir nämlich das Feld an. Ja, trotzdem ein bisschen Luft, aber es macht uns dann gar nichts. Da korrigieren wir dann nachher den Weg. Und dann ein Weglein. Das braucht man eben 40 Holz, meine Fresse. Dann brauchen wir nochmal einen ordentlichen Schwung, um auf die Insel zu kommen. Hui! Wir genug Platz haben, hier nachher den letzten Winkel auszunutzen. Versteckt, wie sich das gehört. Oh, hier habe ich noch gar nicht. Marktplatz, Lagerhaus. Das Lagerhaus, aber nicht als Blaupause. Wir können jetzt ruhig richtig. Und wir machen, glaube ich, erst Ziegel. Und dann hauen wir das daneben. Wie brauchen wir da? 100. Das ist ja nix, wa? Und nochmal 100. Meine Fresse. Dann kommt das Lagerhaus hier neben. So, jetzt brauchen wir erstmal wieder ein bisschen Bevölkerung. Meine Fresse, hier braucht man echt viel. Ich gar nicht gedacht. Und jetzt habe ich natürlich kein Holz mehr. Dum, dum. Gut, wir haben es schon mal auf Bedarf gebaut. Ja, hier machen wir mal ein bisschen. Irgendwas Schickes bauen wir da rein. Oder habt ihr schon irgendwelchen Bedarf im Krankenhaus? Wäre vielleicht nicht schlecht. Das erst bauen, wenn es gebraucht wird, ist vielleicht etwas zu spät. Das hätte ich auch gerne ganz zentral. Das braucht nämlich echt viel Platz. Da will ich kein zweites von denen sitzen müssen. Zack. Zwei. Drei. Und vier. Falsch platziert. So, dann passt das hier doch hin. Zu viel Holz und zu viel Steine. Unglaublich. Ich hoffe, das ist ein bisschen Platz. Spielstand gespeichert. Oh, hier noch ein bisschen schick. Oh, ich kann hier auch einen Zoo bauen. Das ist ja cool. Was ist das? Zigarren. Und Nähmaschinen kann ich hier am Ende auch produzieren, wenn ich das will. Das ist ja recht easy. So, erstmal machen wir da was Schickes hin, solange wir auf unsere Ressourcen warten. Ja, schöne alte Tränke. Obwohl, nee, ich glaube, da machen wir mal. Menschen lassen sie hochleben. Ja, das ist ja herrlich. Ach, die kann ich hier noch nicht. Ist ein Bogen? Ah, nee. Eine Zaunecke. Boah. Machen wir einen Zaun. Zack. Zack. Zack.
gibt's hier auch so einen Eingang. Ja, hab ich ja gerade gebaut. Zack, zack. So. Das hier ist San Francisco eigentlich. So, da habe ich noch einen kleinen Überfluss. Ich brauche jetzt mal mir Oberos. Zack, 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 zack. So, das war's dann auch wieder mit Holz. Wir brauchen viel mehr Holz. So, haben wir die schon mal auf dem grünen Zweig. Der nächste wird das hier. Jetzt gibt's auch schneller Stein. Das ist doch schon mal herrlich. 12 Holz, die haben wir gleich zusammen. Wie sieht's hier aus? Oh, Action. Der Inspekteur. Ich hoffe doch wohl sehr, dass sie nichts zu verbergen haben, schmunzelt der königliche Inspekteur, während ihm seine Soldaten aus dem Ruderboot an Bord helfen. Seemänner zucken zusammen. Ihr Schiff verstößt mit Sicherheit gegen das Gesetz ihrer Majestät, da es in demilitarisierten Gewässer eingedrungen ist. Ihm und seinen Soldaten drohen, ihn von der Inspektion abbringen oder ihm erlauben, das Schiff zu inspizieren. Ich würde sagen, saufen wir ein. Nun gut, sagt der Inspekteur, nachdem er die ereignislose Spezialrunde mit dem ersten Offizier abgeschlossen hat. Schweigend mustert er das Schiff für einen quälenden Moment, bevor er verkündet, alles scheint in Ordnung zu sein. Als er endlich geht, fällt die Mannschaft beinahe in Ohnmacht vor Erleichterung. Na, siehst du wohl. Kriegt der Rest der Mannschaft auch ein. So, Nummer 1. Und hier gibt es auch noch was zu tun. Der irre Prediger, okay. Der Kaplan geht mit seinen Predigten zu weit. Der Mann des Glaubens gibt dem angeblich ketzerischen Verhalten der Offiziere die Schuld für jedes Unglück und jede Gefahr auf dieser Expedition. Es gelingt ihm, Misstrauen und Wut in den Seeleuten zu wecken, denn seine Predigten gehören mittlerweile zum Alltag der Mannschaft. Die Seeleute beginnen genauso zu reden wie er und die Leutnants fürchten um ihre Autorität. Beweisen, dass seine Zweifel von einer Geisteskrankheit herrühren, ihn in einer direkten Konfrontation diskreditieren, ihn einfach bestrafen, um etwas gegen seine Ideen zu unternehmen. Ja, ja los, komm. Klären wir für geisteskrank. Der Mann des Glaubens gehört in eine Irrenanstalt. Der Schiffsarzt unterbricht die tägliche Rede des Kaplans, wirft ihm vor, unter Megalomanie zu leiden und zählt die Symptome dieses Wahnsinns auf. Der Wunsch nach Aufmerksamkeit, Kontrollsucht und der Wunsch, die eigene Paranoia auf andere zu übertragen. Diese Beschreibung trifft genau auf den Kaplan zu und trotz ihrer bisherigen Gunst für den Mann stimmen die Seeleute überein, dass er für den Rest der Reise im Laudanum ruhig gestellt werden soll. Oh, Pech gehabt, Alter. Hättest mal nicht so früh mit deinem imaginären Freund gequatscht. Selbst schuld. So, Vorteil des Ganzen, wir haben jetzt genug Holz. Aufstieg nicht möglich. Geht das nicht auch so? Naja, was fehlt denn? Ach, Stein fehlt noch. Ja, alles haben wir da, nur kein Stein. Zack. So, jetzt haben wir wieder ein paar mehr Einwohner. Und dann gucken wir doch mal, dass wir Filzhüte zusammenkriegen. Eine Minute, 30 Sekunden, 30 Sekunden, 30 Sekunden. Okay, zwei davon für eine davon, eine davon für eine davon. Und jo, dann passt das. Wie viel ich davon produziere, ist mein Ding. Also, erstmal brauchen wir eine Alpaka-Farm. Die baue ich, glaube ich, auch ganz stumpf hier hin. Und die ganzen anderen Farmen dann woanders hin. Die brauchen ja nicht so viel Platz. Ah, 3x3. Das wird ja wohl nichts. Das ist ja doof. Naja, gut. 1, 2, 3, 4. Das reicht erstmal. Dann eine Filzfabrik. Bauen wir hier erstmal auf die andere Seite. Wenn ich denn hier was sehe. Eine reicht noch. So, und dann brauchen wir noch eine. Brauchen wir noch eine zweite? Nö, brauchen wir gar nicht. So, jetzt brauchen wir zwei davon. Und da werden wir hier anfangen. Bauen wir erstmal ein Lagerhaus. Gut, dass hier die Symbole immer so halb verschwinden, finde ich ein bisschen ätzend, aber gut.
werden sicherlich mehr kommen. Und dann geht's los. So, wir müssen ja einmal für hier produzieren und einmal für die alte Welt. 144 Felder. So. Wir brauchen 136. 141. Und 144. So, davon brauchen wir noch eine. Minimum. Zack. So. So, und schön hier hinten dicht machen. Zack. Haben wir zwei. Dann gleich noch eine dritte, wenn wir schon dabei sind. Können wir auch richtig auf den Klotz hauen. So. Jetzt sind wir bei 138 und 144 und die nächste. Unaussprechliche Schrecken. Bin gleich da, El Capitano. Zack, 114. 36, 144. Tja, haben wir es doch. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt brauchen wir zwei davon, glaube ich. Da gehen wir bevor einmal in die alte Welt und gucken, was man hier für die Mäntel braucht. Da braucht man, ja, direkt die Baumwollweberei. Also wieder rüber in die neue. Dann können wir die auch direkt von darüber schippern. Oh, das sieht doch gut aus. Hau raus den Scheiß. So. Dann die Baumwollweberei. Ja, das fickt mich ja jetzt schon an. So. Kommt hier ein Stück rüber. So, falls wir dann nachher noch mehr brauchen, lassen wir gleich mal den Platz dafür. Und dann kommt der Rest ja auch mit Dings voll geflücht. Mit Baumwolle. So, aber jetzt brauchen wir noch Füllzüge. Ja, ich bin gleich da. Und dann geht's Melonen. Was fehlt da jetzt? Stein wahrscheinlich, richtig? Ja. Meine Fresse. Brauche ich viel Stein. So, unsere Produktionssachen machen wir hier hin. Dann komm, ich wollte gerade sagen. Meine Güte, kann nicht so schwer sein. Zack. Dann könnt ihr hier schön Melonen herstellen. Und, ne, die Handelsroute brauchen wir noch nicht. So, was geht denn ab? Die Besucher. Ein unerwünschter Gast sucht das Schiff heim. Flüchtige Umrisse, klopfende und kratzende Geräusche. Jeden Morgen herrscht auf dem Schiff heillose Unordnung. Ein nächtlicher Unhold schluckt der Kühnste unter den alten Seemännern, während er die Trümmer über Bord wirft. Als die Nacht erneut heraufzieht, wird ihnen klar, dass etwas unternommen werden muss. Eine Teufelsaustreibung durchführen, den Schuldigen suchen oder das Ganze ignorieren. Teufelsaustreibung für die Blöd, wir suchen den Schuldigen. Die Jäger finden Spuren, können sie jedoch nicht zuordnen. Die Abdrücke sind in der Tat seltsam, ja sogar äußerst verstörend. Krallenspuren, die sich tief in die Deckplanken eingegraben haben, als ob der unsägliche Verursacher einer Art Rage verfallen gewesen wäre. So, eine Falle bauen, um es zu fangen, egal was es ist. Zusammen gegen den bösen Geist antreten. Ach, dieser Glaube-Scheiß, ne? Geschick, komm, bau eine Falle. Die morsche Falle liegt am nächsten Morgen in Trümmern. Auch wenn sie einige Gefahr harmlos erachten, tauchen die Krallenspuren doch immer häufiger auf. Eines Morgens erwacht ein Mann mit aufgerissenen Wangen. Einige sind von diesen nächtlichen Dämonen so verstört, dass sie sich im nächsten Hafen vom Schiff stehlen. Oh, das war wahrscheinlich nicht so gut. Aber darauf geben wir uns einen Schluck. Oh, das hat ordentlich Moral gekostet. Aber gut, Rettungseinsatz, hier geht's weiter.
Lied des Meeres. Der Ausguck ist sich sicher. Er hat eine Meerjungfrau gesehen. Trotz der brennenden Mittagssonne reihen sich die Seeleute an der Reling auf und untersuchen die spiegelnde Wasseroberfläche nach weiteren Anzeichen der Kreatur. Schließlich erhaschen sie einen silbernen Schwanz und vernehmen ihr verzaubernden Gesang, der sie zu sich lockt. Die Meerjungfrau mit Seemannslieden antworten oder die Seeleute davon überzeugen, die Kreatur zu ignorieren. Oh ne, komm. Wir sind ein bisschen träumerisch heute. Die Meerjungfrau verschwindet. Die Mannschaft schmettert mit mehr Leidenschaft als können, aber die Kreatur wird mit ihnen keine Aufmerksamkeit. Als sie völlig außer Atem sind, trauern die Seeleute dem Verschwinden der Meerjungfrau nach und verschwinden noch viel Zeit darauf, von ihren Schwestern und ihrem Königreich unter der Wasseroberfläche zu träumen. Naja, lief halt nicht so gut. Nichts, was mit Bier nicht wieder flott macht. So. Jetzt warten wir noch kurz auf den Stein. Und in der Zeit können wir eigentlich die Handelsroute schon mal einrichten. So, eine neue. Und zwar von Arsch der Heide nach Last Haven. So, dann packen wir unseren Koffer und nehmen mit Baumwollstoff und das Laden in Last Haven wieder aus. Und ich glaube, die haben auch Bock auf Bier. Das heißt. Achso, nee, das ist Quatsch. Und in Last Haven lädst du bitte ein Bier und lädst das da wieder aus. Geht das nicht auch über denselben Punkt? Das ist doch Blödsinn hier. Ja. Das ist doch viel sinniger. So, da nehmen wir jetzt aber durchaus mal ein Linienschiff. Die Morgenröte kommt mit neuem Alkohol. Das klingt doch super. So. Annehmen. Und dann geht's los. Jetzt müssen wir natürlich dringend einmal warten, bis wir 20 Steine haben. Das ist noch die Rüsterei, die ich noch vorbereitet habe. Na komm, sollte doch jetzt flott gehen. Mit zwei von den Teilen. Und. Na komm. Bringt den Scheißziegel ran. Geht doch. So, damit steht unser Krankenhaus. Und jetzt gehen wir einmal in die alte Welt und gucken, wie es um den Alkohol steht. Er schon wieder. Nach wochenlangen Irrungen und Wirrungen kehrt ihre Expedition unversehrt zurück. Na super, sie haben ein leuchtendes Artefakt gefunden. Die Mannschaft trinkt auf den Erfolg ihrer archäologischen Expedition. Mögen wir nun besser verstehen, was es heißt, Mensch zu sein. Bemalte Steine, öffnetes Manuskript und Volkserzählung. Na wow. Aber gut, das kommt dann bei Zeiten. Und da ist die Mondschatten auch schon. Die können wir gleich wieder losschicken. Ab auf Piratenjagd. Ein guter Kapitän achtet sie. Schiff tauschen. Da nehmen wir wieder die Mondschatten. So, Jagdglück fehlt. Das bringt der Wachtmeister tatsächlich nicht mit. Das ist schade. Wodurch kriege ich denn Jagdglück? Kanon? Ma. Bier? Rum. Ma. Und mit 72 wollte ich jetzt nach Möglichkeit eigentlich nicht los. Nähmaschinen. Seeleute mit Nähmaschinen. Na gut, füllen wir erstmal hier Schnaps auf. Und Wurst auch. Und was haben wir hier noch? Wahrscheinlich nichts episch. Kein Bedarf an Schiff. Kein Bedarf. Gelbe Geschick. Ja, nehmen wir das noch mit. Dann Neisegel. Mit 80% sollten wir wohl auskommen. Na dann, düst mal los. Währenddessen bauen wir gleich noch ein Linienschiff. Wir machen hier so viel Kohle. So, aber jetzt müssen wir definitiv erstmal Bier wieder auffüllen. Nimmt zu, aber nur eins.
Das ist definitiv zu wenig. Sie haben an Einfluss gewonnen. Das ist schön. So, da kommt noch eine Farm hin. Dann fehlt dir ein bisschen was, das ist klar. Ich glaube, hier ist nicht genug Platz für eine zweite. Das passt, glaube ich, nicht. Aber wir gucken mal. Das war ja jetzt Quatsch. Naja, noch 20 Felder, ist ja irre. So. 144, gut. Dann noch so eine. Aber so rum. Und da kommt eine schicke kleine Straße hin. Und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. 99. 122. Da fehlt ein Müh. Die Straße hier ein bisschen umsetzen. Nämlich so und dann da weg. Ja, 33. Einfach alles ein bisschen versetzen. Zack, du ein bisschen rüber. Dann 14 Felder fehlen dir. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Na. Dann sollten wir ja gleich genau hinkommen. Weg. Füllen das hier ein bisschen auf. 133. So. Zack. 2 zu 4. Gibt's da nicht. Ja, mal woanders. 1, 2. 1, 2. Ein und dann hier. Schöner Baum ins Feld. Einsam und verlassen. Ah doch, das ist ein schöner Anblick. So, dann einmal gucken, was sagt unser Korn überhaupt. Für Maische ist steigend, Korn ist stagnierend. So, das heißt, wir können jetzt mehr Maische machen. Jetzt geht das Material aus. Oh. Wir brauchen gar nicht so viel mehr. Wir brauchen mehr Hopfen. Wir brauchen nur mehr Hopfen. Wie wollen wir den denn? Paprika, Kartoffeln, Rinder, falsche Insel. Hopfen. Bauen wir doch noch zwei von. Habe ich überhaupt keine Schmerzen mit. Stein bauen wir hier nicht an. Schade. Bis ans Ende der Welt. Er hat schon wieder was zu melden hier. So, damals. Ach nee, können wir noch gar nicht, weil wir keinen Stein haben. Gucken wir. Oh, nicht gut. Ja, das machen wir. Keule, das will ich sehen. So, bauen wir noch zwei Hopfenfarmen. Wir wollen ja ausbauen, also brauchen wir eh mehr. Denn mehr ist immer mehr, mehr. Zack, 96. Und leider noch eine. Und 96. Ach, und wir geizen heute nicht. Das ist ja assi.
sieht wunderbar doof aus, das machen wir so. So, jetzt haben wir mehr als genug Hopfen. Wie viel bringt da mein Schiffchen hier immer hin und her? Das ist die Kurfürst. Zack. 10. 10 ist ja nix. Das Haus Harlow hat keine Verwendung für dich. Das ist ja gar nichts. Ja, da brauchen wir mehr. Das steht gar nicht zur Diskussion. Da brauchen wir viel mehr. Ich, gar kein Hopfen mehr. Null. Ja, kein Wunder, dass das nicht läuft. Ah. Vier laufen insgesamt auf 300% statt auf 400. So, Malz geht entsprechend nicht schnell genug weg. Wenn wir mehr Hopfen haben, brauchen wir mehr Malz. Und deswegen... Ja, brauchen wir jetzt noch eine Melzerei. Die Waffenruhe wurde beendet. Ja, das ist ja ein Ding. Ja, fehlende Waren. Weiß ich, habe ich mich drum gekümmert. Alles cool. Zack. Jetzt noch eine direkt daneben. Schwupp. So, dann dürften die gleich volle Lotte laufen. Die brauchen auch wieder ein bisschen Getreide. Kommt hier eine Farm hin. Das werden garantiert keine 144 Felder. Aber guck mal, wäre total cool, wenn das klappen würde. ...96 sind es nur. Ich will die Straße jetzt eigentlich auch nicht verschieben, denn hier passt das gerade so schön. Oh, das ist nicht gut. Haben wir hier... Nein, hier haben wir natürlich kein Spital. Das ist Kacke. Jetzt haben wir eins. Ja, die werden uns wohl verrecken. Bis die hier ausgerüstet sind. Naja, wir können schauen mal. So, was geht denn hier ab? Die Meuterei. Blauer Himmel, ruhige See, doch innerhalb der Mannschaft braut sich eine Meuterei zusammen. Die Anstrengungen der Expedition, die rationierte Verpflegung, die drohenden Gefahren und der zuständige, zermürbende Mangel an Anerkennung. Es fehlt nicht viel, um den Gehorsam der Mannschaft ins Gegenteil umzukehren. Sie vereint sich hinter ihrem charismatischen Kaplan und entzieht sich der Autorität des ersten Leutnants. Das hatten wir schon mal. Ein Treffen zwischen den Leutnants, so, versuchen wir es nochmal. Oder wollen wir gleich umlegen? Oder ja, das machen wir. Wir drücken dem mehr Geld in der Hand. Zack, zack, zack. Bisschen Bier. Bisschen Seife. Und das war's schon. Hier. Yeah. Eine pragmatische Lösung. Die Summe, die dem Kaplan für seinen Gehorsam angeboten wird, genügt ihm, um die Ungerechtigkeit der Preisverhandlung zu ignorieren. Da der Ursprung ihres Problems ungelöst bleibt, ist die Mannschaft weiterhin widerspenstig. Doch der bestochene Anführer sorgt dafür, dass sie eher gern im Zaum gehalten wird. Tada! So, auf geht's mit Bier. Hier ist unser Arzt unterwegs, sehr schön. Und dann können wir wieder in die neue Welt, die alte. Fehlendes Getreide. Achso, ja, ist natürlich recht wenig, was du hier hast, ne? Unschön, unschön, unschön. So, was wir machen können, ist, wir können diese Straße hier verschieben. Nur dank deiner Pflege, um etwas Platz zu schaffen. Ich glaube, der äußerste Punkt wäre hier. Die Epidemie wurde besiegt. Und, ja, gehen wir da hin. Reißen den Schnodder hier ein. Zack. Und dann hoffen wir, dass das reicht. 141. Ich glaube, aus optischen Gründen kann ich damit leben. Gerade so.
Ja, kann ich. Kann ich sogar sehr gut. Ne, läuft er halt nicht auf volle Lotte, meine Güte. Bin gespannt, auf wie viel Prozent er kommt. So, jetzt laufen die Brauereien hoffentlich gleich wieder auf volle Lotte. So, die Kurfürst, wo ist er? Wie viel transportiert? Natürlich. Dann müssen wir hier in den Hafen gucken. Wie viel habt ihr jetzt schon vorbereitet? Das ist schon wieder nicht meine Stadt. Das ist meine Stadt. 11 ist jetzt schon. Ja, 1% mehr als vorher. 2% mehr als, nee, 10%, 20%. Das ist denn ja eine Menge. Ich glaube, ich baue hier gleich noch eine hin. Wir wollen jetzt mal nicht geizen. So. Zack, da hinten bauen wir irgendwann irgendwas Schönes hin. Jetzt ziehen wir erstmal hier eine Straße rum. So. Zack. Das ist doch schicki. Wenn wir hier noch eine hinkriegen. Nee, das ist so oder so ein krummer Weg. Das passt schon. So. Dann brauchen wir noch Pelze. Hier gibt es die nicht. Hier können wir die herholen. Und das ist ja schön. Da wird unsere Handelsroute ja gleich nochmal ein bisschen wichtiger. Was haben wir hier? Hier haben wir die Kleidung. Da kommen wir uns nachher mit denen ins Gehege. Könnte mehr verlangen. Immer noch 100, das ist ja ein Ding. Ach, da steigt und fällt die Zeit, die sie brauchen. Das ist ja interessant. Wir brauchen normalerweise eine Minute. Wieso wird denn das nicht 45%? Hä? Eine Minute. 2 Minuten 15. Das ist interessant, da braucht er dann weniger. Weil es sich ergänzt oder was? Oder zusammen 45 Sekunden. Hm. 3 Minuten 30. Ja, ein bisschen sehr fett. Ja, mal gucken, was wir dazwischen hauen. Auf jeden Fall kommt da nochmal ein Lagerhaus hin. Jetzt haben wir keine Bretter mehr. Alles nicht so leicht. Nö, das machen wir hier lang. Aber nicht so, sondern so. So, haben wir hier Holzfällerbetriebe? Wahrscheinlich nicht. Nö, das werden wir jetzt aber mal in Angriff nehmen. Die Zeit haben wir auch. Und zwei Händen. Schiff vom Stapel gelaufen. So, noch ein bisschen Luft, dass das Sägewerk gleich daneben kann. Und dann kommen hier von ganz alleine Bretter. Der muss erst noch aufforsten. Dann aktualisieren wir hier unsere Handelsroute. Wo ist er? Der macht Hopfen und Schnaps. Den Schnaps bringt er von Last Haven. So, dann. Da lädst du jetzt auch noch Pelze. Oder Felle. Und lädst sie dann in Last Haven aus. So.
Und dann machen wir das hier auch noch fix. 200 Ingenieure, die haben wir sogar. Ja, das sollte passen. Ist das? Ja, machen wir auch hier hin. Oh, das ist ja, also, jetzt hätte ich es mir so ausgedacht, ne? Als wäre das gewollt. Unglaublich. Ja, und dann haben unsere guten Leute beim nächsten Mal auch schon Pelzmäntel. Naja, schon eine halbe Stunde gebraucht, bis wir da mit so weit waren. Oh. Und beim nächsten Mal müssen wir dringend an Brot denken. So, das war's mal wieder von mir. Wieder einmal überzogen, aber meine Güte, wenn man eine Sache fertig kriegen will, dann kann man das, glaube ich, vertreten. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche euch viel Spaß mit dieser mit der nächsten Folge, wenn sie denn da ist. Und ich glaube, Blödsinn. Ne? Haut rein, bis zum nächsten Mal. Reingehauen, euer Ragnar Bertholdsson.